So, Frühstück wieder. Ja, wir essen täglich. Ja, es ist kaum zu glauben. Grüße an Simon. Wir essen. Genau. Essen. Wasser. Leckerli, Pampusbrot. Was schon zerfetzt ist. Ja, und dann? Das war ein weiser Satz. Was, Mama, was? Weil sie hat mich letztes schon gefragt, ob ich Freunde habe. Und ich habe gesagt, nö, ich habe keine. Und dann meinte sie auch, meine Freunde sind auch deine Freunde. Ja, damit bringen meine Freunde Mama Geschenke. Zum Geburtstag, ja? Ja. Das ist gut. Heute. Die Aufnahme heute ist ja so ein bisschen mau. Ne? Also heute haben wir gar nichts gemacht eigentlich, außer Schularbeiten, stimmt's? Mhm. Vier Schularbeiten. Und wir haben gerade was zu Ende geguckt. Und wir haben gerade noch ein Filmchen geguckt und jetzt ist es schon wieder 16 Uhr und da habe ich das ja heute nicht viel passiert. Werde ich den Vlog für heute wieder sparen und das Ganze dann vermutlich morgen hochladen. Morgen Abend. Nachdem ich morgen eine kleine Aufnahme im Laden gemacht habe. Und zwar, da habe ich ja noch dieses wunderschöne Pucki. Das werde ich nämlich aufbauen und das sehen wir dann quasi also gleich. Also sehen wir uns gleich morgen im Laden. Ist ja keiner da? Muss der Tommy das machen. Was muss der Tommy machen? Scheiße, Keller. Alter. Keller ausräumen. Hilfe wäre total toll, gibt's aber nicht, weil man darf es ja nur alleine machen. Schimmelt, ey. Super.
Ich habe auf alle Fälle alles ausgeräumt, alles leergeräumt. Eigentlich könnten die Dinger ja natürlich hier auch noch weg, wenn ich jetzt wüsste, dass sie die mitnehmen. Ich glaube nicht, dass die Nachmieter hier die Schränke benutzen wollen. Och. Fast alle da oben noch. Diese Drahtscheiße. Und Neonröhren. Oh Mann, ich werde diese Neonröhren, die machen wir eh mehr kaputt. Gut, ich bin fertig. So, die Fliesen lasse ich drin, die gehören zur Bude. Die sind ja da verbaut. So, den Draht muss ich noch mitnehmen, siehst du. Der Draht, der kommt noch in Müll, in Schrott. Das lasse ich jetzt hier drin, weil ich nicht weiß, ob die das mitnehmen. Aber alles ist leer, alles ist gut. Ablagen kann man ja auch hier brauchen. So ist ja nicht. Oh, hier ist noch mehr Draht. Der kommt auch noch mit. Ausfegen werde ich nicht, das soll ich mal selber machen. Mal gucken. Wir werden sowieso alles rausreißen und die eigenen Scheiß hier hinstellen. 100%. Ist immer ein Rumier-Eier hier, bis hier einer was macht. Und so, und die wollen ja einziehen. Wir wissen gar nicht, wie sie das machen wollen mit dem Einziehen. Ob das alles dabei bleibt. Ah, jetzt können sie erstmal hier durchputzen, ordentlich, und dann haben sie Licht aus, zack, ja, haben sie einen schönen Keller, Tageslichtkeller, also ja, ist richtig gut, ja, nicht so übel, das Ding, cool. Ah, dann schließe ich gleich ab hier, gib den Schlüssel dann, ach, den habe ich ja schon vorne angeschlossen, das ist das ganze Holz, das muss noch weg, der ganze Müll muss noch weg. Holzweg nach und nach verbraten. Hier sind die ganzen chemischen Kampfstoffe. Ja. Aber die Retteteig aus dem Keller nur die Kiste. Die Kiste, Kisten hier mit Werkzeug. Und das war's. Mehr ist da ja nicht. Wo ist denn nicht alles hin überhaupt? Hier ist nichts mehr. Doch noch ein Eimer mit Glühwein. Die geheimen Glühweinvorräte, aber die werden wohl entsorgt werden. Die geheimen Glühweinvorräte. Christkind mag Glühwein oder irgendwie so ein Billig-Ding. Billig-Zeug. Fusel. Ja, Holz wird nach und nach verbraten. Ach so, und hier natürlich Keile. So lange vorenthalten. Jetzt kriegt jede Tür einen Keil endlich. Mit den Keilen nicht sparsam sein. Hier oben drauf. Für jeden haben wir einen unten ollen Hocker, einen verwurmten. Ja, der muss eigentlich auch weg. Der ist bloß nicht in die Nähe von alten Möbeln. Der kommt jetzt erstmal hier in die Stelle. Muss ich erstmal die Sachen da noch sortieren, ordnen. Ah, erstmal zumachen. Ich schließe ab. Tada! Was tippt heute, Mutti? Käsekuchen. Lecker, frisch vom Nichtbäcker. Wie gelagert werden muss. Möge einem zu denken geben. Ja. Oh, hast du einen Zucker? Oh. Eine leckere Kredenz. Blumen!
Wir wollen ja mal zeigen, wie Käsekuchen aussieht. Schön, sie ist wieder weg. Klopfer ist wieder da. Sicher dein Platz. Lecker, lecker. Meine Geschwister habe ich nicht gerufen. Warum nicht? Die sind gemein. Sie haben es nicht verdient. Das ist lecker. Mama, und wie für deinen Kuchen alle? Kann aber ein Stück zu mir bleiben. Für mich bleiben, mach ich das mal aufessen. Mach ganz in Ruhe, ganz in Ruhe. Mhm. Wir lassen dir eins übrig. Willst du? Komm erstmal zu Ende. Bist du ein Zugucker? Die Maschine ist voll. Na. Nein, das war der heutige Tag. Wieder mal. Was haben wir gemacht? Ein Keller geräumt. Oh, immerhin was. Gut, dann würde ich mal sagen, den Schabernack schneidig und das war's. Da gibt es noch ein Video von Anouk auf ihrem Kanal zum Thema Fitness. Mhm.